Moin ihr Sizzler, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es ein Video, auf das wir uns schon sehr lange gefreut haben, denn heute versuchen wir einen In-N-Out Double Cheeseburger nachzubauen und womöglich noch besser zu machen. Also viel Spaß. Es gibt ein bisschen Story zu einem Burger. Ich finde, immer ein Burger-Video zu drehen, macht uns viel Spaß, weil die Burger immer lecker sind. Also meistens, doch, sind immer lecker. Immer. Wir hatten mal einen mit einer Guacamole-Soße, den haben wir aber nie veröffentlicht. Der war nicht lecker. Ansonsten waren immer lecker. Ja. Und bei dem ist eine kleine Story dabei, denn Hannes und ich waren noch nie bei In-N-Out Burger. Es wird dazu aber irgendwann mal kommen, hoffe ich. Eventuell. Und Alexander war aber schon mal bei In-N-Out Burger und schwärmt uns seit Jahren davon vor und sagt, das Burgerbrötchen ist entscheidend, das muss so ein bisschen quietschig sein, das muss so buttrig sein. Und seitdem wir mit der Bäckerei arbeiten, haben wir welche gefunden, weil die glänzen halt hier oben schön buttrig und wir werden die nachher in Butter tränken. Ob das jetzt cool ist oder nicht, das sage ich euch nachher, aber das ist so der Plan. Also wir glauben, dass wir sie durch viel Zugabe von Butter so ein bisschen quietschig bekommen. Und ein bisschen weicher einfach noch. Ja, ne? Also genau. Die müssen so ein bisschen lätschig sein. Ja, lätschig, das ist es. Das ist der Ausdruck. Lätschig. Latscho. Lätschig. Die müssen lätschig sein. Nicht latschig, lätschig. Ja, genau. Lätschig. Das ist der Ausdruck. Und das ist eigentlich die Kunst, ja? Duden lässt grüßen. Und beim Thema Hackfleisch, da haben wir es gemacht wie immer. Wir haben hier grob gewölftes Hackfleisch unten bei Carsten geholt. Und wir haben uns heute dazu entschieden, einen Smash-Burger zu machen. Das heißt, wir formen daraus eine Kugel und zerdrücken die später auf der Plansche. Dazu gleich mehr. Später ist auch noch wichtig, wie wir das Ganze belegen. Weil diese klassische Burgerbelegung findet hier nicht statt, sondern hier gibt es eine andere Reihenfolge, aber die müsst ihr euch dann später angucken, wenn wir das wieder so schön mit der Kamera vernünftig mitfilmen, dann seht ihr Schritt für Schritt, wie der zusammengelegt wird. Ich finde, der sieht optisch wirklich gut aus. Ja, ich kenne ihn ja nur von Bildern, ich weiß nicht, wie er schmeckt. Ich kenne ihn auch nur von Bildern, aber ich habe eine kurze Anekdote zum Thema Burgerbelegung, weil du gerade so schön gesagt hast, der wird ein bisschen anders belegt, als man das normalerweise macht. Und wir hatten letzte Woche im Livestream erst die Frage, wie belege ich einen Burger eigentlich richtig? Mache ich erst Salat, Tomate und so? Mache ich erst die Patties? Mache ich unten Soße drauf oder nicht? Und ich bin der Meinung, dass es völlig egal ist, wie du es machst, weil am Ende isst du ja immer alles auf einmal. Was mir da aber aufgefallen ist, da haben wir in dem Stream haben wir erst Salat draufgelegt und obendrauf das Patty als Gewicht. Und da ist der Burger gefühlt beim Reisbeißen weniger auseinandergefallen. Also der war so, weil das Gewicht quasi auf den Salat liegt. Also, naja. Vielleicht ist das auch ein Trick, den wir gar nicht wussten. Das ist ein Lifehack, den wir jetzt gerade eruiert haben. Genau. Könnt ihr mal so schreiben, wenn ihr dazu eine Meinung habt. Das würde mich auch mal interessieren. Wie belegt ihr eure Burger? Erst Salat und Co. oder erstmal Fleisch, den Hauptdarsteller drauf und dann Salat oben drauf? Das ist wirklich eine spannende Frage. Genauso spannend wie diese Frage nach der Soße. Ja. Soll ich mal erklären, wie man die Soße macht? Die Soße ist nämlich gar nicht so uninteressant. Also, wir haben hier Mayonnaise und wir haben Ketchup. Also das ist eine ziemlich einfache Soße, wie ich finde, weil die Zutaten sind easy. Ne? Ja. Da kannst du nicht viel falsch machen. Wir haben natürlich die genauen Angaben bei uns auf dem Blog nochmal, wie viel Löffel von was. Aber ich kippe das jetzt mal eben zusammen. Also das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung für eine coole Cocktailsoße. Dann etwas Gurkenrelish. Das kann man so fertig kaufen oder sich zusammenschneiden, wie man das gerne möchte. Wichtig ist dabei, dass das mal so ein bisschen Soße auch noch mit drin. Einen Spritzer Zitronensaft. Die Säure darf nie fehlen, ganz wichtig. Das ist dein Lieblingsspruch, die Säure darf nie fehlen. Säure hebt den Geschmack, ist das so. Ja. Und was ist das hier? Weißweinessig, dachte ich mir, auch Säure. So zwei Schüsse, nicht zu viel, aber. Salz ist ein Geschmacksverstärker und Säure hebt den Geschmack. Das rühre ich jetzt erstmal ordentlich um, ohne hier alles zu verkleckern im besten Fall. So, Julian, ich habe Also ich habe komplett versagt. Ja. Ich habe alles voll. Ich habe noch ein kleines Add-on. Wir haben hier Salzflocken, gibt es bei uns im Shop. Ihr könnt auch normales nehmen, die Flocken, die schmelzen so schön weg. Und ich mache mal ein bisschen rein. Du musst gleich einmal probieren, nicht, dass es zu salzig wird. Ja, du hast natürlich auch schon die Säure mit drin, ne? Das ist auch so ein Kitzel auf der Zunge. Okay, genug geschnackt. Die Soße ist fertig, die war wirklich easy und ich habe auch überhaupt nicht gekleckert. Nee, wenn meine Hände schon voll sind, wasche ich nochmal ganz kurz für dich einmal ab. Ich bitte drum. Nur für dich habe ich das gerade gemacht. Mhm. Also ich meine, wie viele Jahre kennen wir uns jetzt? 20 Jahre? Ja, 16, das ist, 17. Da ist es dann auch egal, oder? Okay, ich forme daraus so ein kleines Bällchen. Nicht zu groß, aber auch nicht zu fest. Auch da ist es wiederum so, wenn ihr Burger formt und das jetzt quasi so vor euch habt, der Ball muss so sein, dass man den gut mit der Hand drücken kann, aber der darf nicht zu fest gedrückt werden. Sonst wird das auf jeden Fall nachher auch ein zu festes Burger-Patty. Ja. Und das kommt auf die Plansche. Genau, größentechnisch irgendwas zwischen Tischtennisball und Tennisball, ne? Ja, genau so. Ein bisschen mehr als Golfball, oder?
Ja, stimmt, ein bisschen mehr als Golfball. Sehr gut, das ist der. Also, wer es nicht wusste, zwischen Tischtennis und Tennisball ist der Golfball. So, jetzt haben wir es geklärt. Geil. Okay, Grilltechnik. Achso, haben wir noch gar nichts zu erzählen, ne? Nee. Also, wir nutzen unseren, mal wieder seit langer Zeit, unseren Everdo Furnace, einen Gasgrill mit drei Brennern. Brauche ich noch ein bisschen Burger, ne? Ja, machen wir ein bisschen Burger. Der hat allerdings nicht diese klassischen Rohrbrenner, der hat so Ringbrenner. Also, der hat, um es kurz zu fassen, der hat richtig Schub. Der hat einfach richtig Dampf, hier wird es richtig knacke heiß. Und dafür gibt es so eine Edelstahlplansche, die passt da genau in die Mitte rein, die ersetzt dann so einen Gussrost. Und wir haben jetzt hier drunter diesen Ringbrenner an der Seite auch nochmal einen angemacht, dass wir noch mehr Hitze drin haben. Und jetzt gucke ich mal, wir haben jetzt ja, irgendwas über 200 Grad drin gehabt. Das heißt, hier sollte es heiß genug sein. Brauchst du ein bisschen Öl, Julian? Einen ganz kleinen Schuss, ja. Dann mache ich mal einen Schluck Öl auf die Plansche, weil wir wollen ja nicht, dass das Fleisch da drauf... Oh, Leute, das wird gleich so geil. Oha. Guck mal, wie das Öl einfach... Und es ist weg. Das passt schon. Ich muss das kurz vorher machen. Du sagst und Action. Was soll man dazu noch sagen? Jetzt mal im Ernst. Ich kann mich immer so schlecht reinversetzen, wie ihr euch fühlen müsst, weil ich weiß, wie wir uns hier fühlen. Ja. Und immer alle so um diesen Grill rumtanzen. Und wie müsst ihr euch bitte fühlen, wenn ihr jetzt sowas seht? Weil ich glaube, also ich glaube, es sieht lecker aus. Ich werde es erst später im Schnitt sehen, aber ich glaube, die können sich sehen lassen. Mhm. Alter, das ist... Wahnsinn eigentlich, ne? Und also der ist von außen, fühlt er sich normal an, aber der ist schon sehr... Sehr siffig, da ist schon viel Fett drin, viel Butter auch. Alter, was ist das denn? Boah. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich mal reinbeißen? Du hast ja hier Anaconda-Modus. Ja, ich wollte gerade sagen, ich krieg den gar nicht rein. Ich mach mal so. Mm. Ich opfer mich nur für Steam, ne, falls einer fragt. Oh. Okay, das ist richtig krass, Mann. Das ist richtig krass. Ihr seht danach aus wie Sau, aber es lohnt sich wirklich, glaubst mir. Das ist glaube ich, wirklich, ich lege mich gleich fest, das ist der beste Burger, den ich je gegessen habe. Der ist unfassbar. Auf dieser Dachterrasse ist das der beste Burger. Wirklich. Freunde, ich verabschiede mich an dieser Stelle mit einem dreifachen Hip Hip. Hurra! Hip Hip, hurra, Hip Hip, hurra, bis zum nächsten Mal. Boah. Hm. Es ist eine Sauerei, ich geb's zu, ne? Aber er schmeckt, das ist unfassbar.